Hallo Römerling-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Ah, es tut mir leid. Und ja, wir haben etwas noch nicht gemacht. Ich dachte, wir haben das schon anfangs sofort ausprobiert, aber wir haben dem Bohnendip noch nicht Peter gegeben. Ich dachte echt, wir haben das getan. Aber wir haben es nicht getan. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Jetzt ist er nämlich auf dem Klo. Alter. Als ob ich darauf nicht gekommen bin. Beziehungsweise, ich hatte halt echt im Sinn, dass sie das schon gemacht haben. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Ah. Oh Mann. Es tut mir... ich dachte echt, wir haben das getan. Oh, der letzte Part war halt einfach komplett dumm. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Okay. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Eindeutig. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Ich störe... Oh, schade. Aber... Ich störe sie... Oh. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Ach, Mensch. Ja, ich habe ein paar Soundeinstellungen vorgenommen. Ich habe, die... Noise Gate bei OBS ein wenig runtergeschraubt. Das heißt, ihr werdet auch kleinere Geräusche von mir noch wahrnehmen, sag ich mal. Ich hatte es das vorher, dass man das, so kleine Geräusche wie so ein oder sowas nicht hört. Aber ich dachte mir so, ja komm, das kann ich mal umändern, sodass man das auch hört. Deswegen, also es könnte sein, dass man jetzt kleinere Geräusche, vielleicht auch einatmen oder so, mal bei mir hören könnte. Ja. Vor dem reden. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Kaffee, Glas Wasser, biggity buggity boo. Einmal die Komplettlösung bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben, gib es zu! Niemals! Barmann, einen Drink bitte! Aber natürlich, was soll's denn sein? Einen Edna Surprise bitte! Steht nicht auf der Karte! Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen! Witzbold, das ist nicht meine Handschrift! Das hast du selbst drauf geschrieben, gib es zu! Oh Mann, oh. Barmann, einen Drink bitte. Einen Biggidi-Baggidi-Boo bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Witzbot, das. Sagt er das jetzt bei allem? Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Ein Glas Wasser. Steht nicht. Und wie das auf. Was? Lass mich. Witz, das ist besser. Okay, das sagt er wirklich Barmann, bei allem. Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wieder. Was? Witzbold. Barmann. Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl, eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Oh. Dann hat er in einer Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Oh. Barmann, einen Drink bitte. Aber... Einen Stinkdrink bitte. Ein Stinkdrink. Kommt sofort. Wie nett, sogar mit Strohhalm. Nur, was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Weiß ich nicht.
Eine Sammelbeleidigung für alle Sinne zugleich. Nee, es macht keinen Sinn. Reden. Schäm dich. Wieso? Was hab ich getan? Angefangen zu existieren. Oh. Ich ferkel. Alter. Willst du einen Schluck? Frauen und Kinder zuerst. Das ist eine gute Einstellung, Harvey. Oh, wir haben Strohhalm. Der Poloschläger will das nicht trinken. Weil er keinen Mund hat? Weil es stinkt. Ja, da fehlt der Beipackzettel mit den Nebenwirkungen. Ja. Hm. Das wollte ich. Wenn Captain Unbrauchbar Alkohol trinkt, kann er Wattekugeln aus den Pupillen abfeuern. Alles klar. Da greift das Sondermüllgesetz. Ach, ich entschuldige mich übrigens dafür, dass der Part heute ein bisschen später kommt. Ja, ich bin ziemlich spät aufgestanden. Und ja, das ist eigentlich der einzige Grund. Ich bin einfach zu spät aufgestanden, um das rechtzeitig zu machen. Hallo, ist da die Seuchenschutzbehörde? Nein, hier ist das Statistische Kontrollamt, Büro für Telefonempirik. Oh, dann habe ich mich verwählt. Ja, das passiert hier bei jedem 13,7145. Anruf. Hm. Lieber nicht. Ich will nicht, dass die Zickzackschere Karies bekommt. Oder Skorbut. Ich werde mich beschweren. Auf der Karte stand, aus frischen Äpfeln. Und ich sehe keine Äpfel. Du musst genauer lesen. Da steht, aus frischen Abfällen. Ui, ah. Ja, dann beschwere ich mich doch nicht. Um Gottes Willen, das wäre die unheiligste aller Allianzen. Nein, da ist aus kulinarischer Sicht nichts mehr zu retten. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Einfach eingesogen. Ich muss verrückt sein. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, ist durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. What? Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Okay, wir haben jetzt aber ein leeres Cocktailglas. Das ist nett. Und eine Fliege. Erinnert dich dieser Strohhalm an etwas, Harvey? Du konntest damals prima Spuckekugeln machen. Damit hast du immer Alfred besudelt. Cool. Dann müssen wir uns in die Vergangenheit tempomorphen. Nein, Edna. Oh. Nein? Du darfst meine übernatürlichen Kräfte nicht zu deinem Vergnügen missbrauchen. Warum nicht? Och, bitte. Große Macht gibt große Verantwortung, Edna. Ach komm schon, Harvey. Nein, tu das nicht. Ich brauche ihn noch, um Reste aus den Zahnzwischenräumen zu polen. Igitt, Harvey. Das ist doch eklig, den Strohhalm dafür zu benutzen. Ich meine doch nicht den Strohhalm. Ich meine den Poloschläger. Alles klar, Harvey, gönn dir. Ich habe einen weiteren Streifen gemalt. Hoffentlich merkt es niemand. Du bist die Königin der Unterwelt, Edna. Edna ist ein ganz, ganz schlimmer Finger. Wo Captain Unbrauchbar hinschlägt, da passt kein Strohhalm mehr dazwischen. Das Gesetz ist wie ein Strohhalm. Biegsam, hohl und mit Streifen. Ui. Warum gibt es eigentlich noch keine Telefonhörer mit Getränkehalter? Das wäre eigentlich voll die Idee, oder? Ich werde mal die Öffnung vergrößern. Upsi, na das wäre ja fast in die Hose gegangen. Du hast keine Hose an.
Seltsam, von dem Strohhalm steht gar nichts auf der Karte. Die Konsistenz ist wie Joghurt, die Farbe wie Honig. Und doch warnt mich mein Gefahrensinn davor, es zu probieren. Feige! Das wäre so eklig. Durch den Strohhalm passen höchstens die Krümel. Wenn ich bedenke, wie leicht das hätte passieren können. Irks! Erinnere mich bloß nicht an den Stichpunkt. Ich dachte, du willst dich an alles erinnern. An alles Gute, ja. Ich fürchte, gut und schlecht sind schwer voneinander zu trennen. In vielen Momenten, ja. Diese Zickzackschere. Fußnagelweizbuckeln! Oh. Okay, erstmal will ich gucken. Nein. Ja. Ja. Strohfried Strohhalm, was hast du mit deinem Hals gemacht? Ach Gott, das ganze Akkordeon? What? Lass uns auf die Freiheit anstoßen, Harvey. Yippie! Anstoßen gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Gleich nach Anecken und Aufstoßen. Ich will es nicht kaputt machen. Warum nicht? Es ist vollkommen nutzlos. Du hast recht. Nein! Nein! Ich will noch eins. Fuck! Barmann, ein... Aber natürlich. Nicht noch ein. Lieber gehe ich freiwillig. Ha! Aber das Glas! Oh Mann! Harvey trägt weder Krawatte noch Fliege. Die Fliege mit dem Poloschläger zerquetschen? Ja. Vielleicht sollten wir lieber die Plätze tauschen. Nein. Was geht nur in deinem Kopf vor? Vieles. Es gibt Leute, die können ihren Namen auf ein Reiskorn schreiben. Das Reiskorn fliegt aber auch nicht weg. Die Fliege ist tot, die fliegt auch nicht mehr weg. Captain Unbrauchbar hat immer eine Fliegenklatsche im Handschuhfach des Honkmobils. Hier wurde offensichtlich ein Verbrechen begangen. Sehr richtig. Sperren Sie sofort den gesamten Mikrokosmos für die Spurensicherung ab. Ich sollte irgendwann Ihre Angehörigen informieren. Ja, irgendwann. Sie sind sonst ja echt pflegeleicht. Nur die Flügel muss man ihnen regelmäßig stutzen. Okay. Seltsam. Sie stand nicht mit auf der Karte. Das heißt, warte, da steht es ja doch. Ich sollte mir angewöhnen, das Kleingedruckte zu lesen. Ja, das solltest du, Edna. Das solltest du. Nein, ich weiß, wir müssen die Fliege in den... Dings hier. Ohrenschmalz-Dings backen. Deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Als hätte sie Hunger. Wenn ich bedenke, wie lang... Achso. Sie sieht nicht so aus, als hätte sie... Gut, Leute, wir gehen jetzt erstmal zu den Spielregalen. Das hätte ich vorher mit dem Stinkring auch machen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Oh. So. Fliege. Hier ist noch ein Spiel. Fladentanz. Hier ist noch ein Spiel. Slurp Attack. Slurp Attack. Gab's bei Futurama nicht irgendein Getränk, das hieß Slurp? Ich glaube schon, ne? So, wir gehen jetzt aber zu dem lieben Professor Nock. Pack in die Fliege in das Ohrenschmalz. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die im Baumharz eingeschlossen ist. Perfekt. Jetzt... Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino-DNS in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ja, ist mein Ticket für den Wäschelift. Ja. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft. Ja. Abgemacht. Deal.
Nice. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. What? Aber wir haben jetzt einen Kleiderbügel. Das ist eigentlich nice. Für den lieben Alu-Mann. Hier ist noch ein Spiel. Mein kunterbunter Kleiderschrank. Das Spiel kenne ich. Hust, hust. So, aber erstmal, bevor wir jetzt den Kleiderbügel Herrn Alu-Mann geben, wollen wir natürlich fahren. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3. Dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Guten Tag. Die... Wer hat... Es sind einer der Mantel. Er hat eine Dauerkarte. Das heißt, er hat eine weitere Karte. Er besucht damit... Damit sind die peruanischen... Die dritte Karte hat er... Allerdings... Er benutzt... Ah. Ja, und wer hat... Du sagtest... Wieso? Ich geb... Okay, Moment. Können wir jetzt den... Alu-Mann die Karte geben? Also den... Ihr wisst... Kleiderbügel... Um mit ihm zu tauschen? Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein bester Freund. Ja, wir haben die Nummer 2. Nice. Das heißt, wir können jetzt mit dem Wäschelift fahren. Ticket 2. Ticket? Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Nice. Hey. Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Er wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was das überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäscheliftsysteme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Ich habe tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, damit, weil er mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hat er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und nicht keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harveys Neue Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie 3-4 Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Corriga-Tabs hatte. Alles klar. Ein freundlicher Herr. Und Waschmittelwerbungsweiß. Waschmittelwerbungsweiß. Da käme ich nicht einmal dann an, wenn das Sinn ergeben würde. Da kommt der nächste Ausgang. Nein! Oh. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Achso. Tja, in diesem Screen ist das, was mir am besten gefällt, eigentlich die Idee mit dem Stromzähler. Dass Edna, wenn sie sich den Stromzähler anguckt, bei irgendeiner Reaktion, ich weiß nicht mehr genau bei welcher, dass sie dann bemerkt, dass halt irgendwie Dr. Marcells Stromrechnung recht hoch sein könnte, weil irgendjemand ständig das Licht anlässt.
Und je nachdem, ob das Licht an ist oder aus ist, gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, wenn das Licht aus ist, dann geht sie extra nochmal hin und macht das Licht an, damit die Stromrechnung schön hoch wird. Das mochte ich immer. Sowieso irgendwie bescheuert, dass ich quasi in jedem Raum das Licht an- und ausschalten kann. Habe ich das eigentlich gemacht? Nur für das ein Rätsel? Keine Ahnung. Ich find's cool. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.